Unser Solargenerator EcoFlow Delta Max ist angekommen. Mit dem ersten Gerät hatten wir leider Pech, das wurde uns defekt geliefert. Vielleicht kennst du schon unser anderes Video dazu. Diese Powerstation funktioniert direkt ab dem ersten Moment und wird, wie es sein soll, geladen. Im Schnelllademodus des Geräts hört man durchaus auch die Lüfter. In diesem Modus soll das Gerät innerhalb einer Stunde bis zu 80% aufgeladen sein. Den Schnelllademodus kann man über diesen Schalter an der Rückseite ein- und ausschalten. Auf der Rückseite sind auch die Netzanschlussstecker und der 12-Volt-Anschluss für Geräte aus dem Automobilzubehör. An der Gehäuseseite der Powerstation finden sich die Anschlüsse für Zusatz-Akku-Erweiterungen. So kann man die Kapazität weiter erhöhen. Für unsere Powerstation Delta Max 2000 mit etwas über 2000 Wattstunden steht auch eine Handy-App zur Verfügung. Über diese App kann man den Status des Gerätes einsehen und bekommt Informationen über den Ladezustand und die gespeicherte Energiemenge. Außerdem lassen sich verschiedene Einstellungen des Gerätes über die App festlegen. Die Powerstation bekommt im Netzwerk eine IP-Adresse, über die man auch ein kleines Webinterface aufrufen kann. Hier lässt sich allerdings anscheinend nur die WLAN-Konfiguration einstellen. Für unseren Stresstest verwenden wir einen Konvektorofen. Eine Elektroheizung mit 2300 Watt Leistungsaufnahme. Der Solargenerator kann bis zu 2400 Watt abgeben, in Spitzen sogar mehr. Bei so einem großen Verbraucher wie der Elektroheizung sind die Lüfter direkt hörbar. Gut zu vergleichen mit einem Spiele-PC bei Höchstleistung. Die auf dem Display der Powerstation angegebene Nutzungsdauer stimmt ungefähr mit unserer eigenen Messung überein. Sinkt der Verbrauch, wenn wir zum Beispiel unsere Elektroheizung auf eine niedrigere Leistungsstufe einstellen, werden auch die Lüfter der Powerstation direkt leiser. Schaltet man den Verbraucher aus, sind auch die Lüfter der Powerstation direkt abgeschaltet. Wenn man den Solargenerator mit hoher Leistung fast vollständig entladen hat, ist der nächste Ladevorgang erst nach einiger Wartezeit möglich. Versucht man direkt aufzuladen, wird eine lange Ladedauer angezeigt. Vermutlich eine Schutzfunktion für den Akku. Wir freuen uns schon darauf, welche Nutzungsmöglichkeiten sich in der Zukunft noch für diesen Solargenerator bei uns ergeben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klick auf Gefällt mir. Vielleicht findest du in unserem Kanal auch weitere Videos, die dich interessieren, dann abonniere ihn einfach.